Willkommen zum Phantasy Star Universe Let's Play. Wir machen endlich weiter nach 4 Monaten und wir begrüßen euch, nämlich die Motoko und der Sato. Und wir haben uns einfach mal so lange auf die Bank gesetzt, die 4 Monate. Wahrscheinlich hat er da auch geschlafen und gegessen. Wer weiß das schon, oder? Jo, wer weiß das schon. Was der da so alles gemacht hat auf der Bank. Auf jeden Fall steht er jetzt wieder auf von der Bank. Sieht aus wie... Er teleportiert sich rauf. Genau, er sieht aus wie früher. Und wir starten dann mal in die richtige Richtung. Ich glaube, rechts rum. Und du kannst ruhig den Mauszeiger aus dem Bildschirm nehmen, weil den brauchen wir nicht. Genau. Musst du mit der Karin sprechen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst einfach rein, weil wir haben die, glaube ich, schon... Genau, gehen wir. Wir haben die Gruppe schon gebildet. Schon so lange her. Mission wählen. Relics Erkundung. Genau, da waren wir dran. Gruppe 3 von 3. Reef Meadow, Block 7... Block D1. Gott, erstmal wieder reinkommen hier. Da ist Mr. Tauboga. Oder Taubos. Taubos war die dritte Form. Ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, das haben wir nämlich auch nochmal angeguckt. Und da habe ich gesagt, der hat eine Frisur und die Haarfarbe wie die dritte Form eines Taubsies. Und das ist ein Taubos. Ja. Genau. Um zur Relics-Stätte zu gelangen, müssen wir Raven Meadow durchqueren, das von den Seeds kontaminiert wurde. Dadurch wurden die lokalen Lebensformen verändert. Wir müssen uns neben unserer Mission auch um Dr. Dawsons Sicherheit kümmern. Also reißt euch zusammen und los. Verstanden. Okay. Karin, ich kenne diesen Doktor ja nicht. Meinst du, er wird cool bleiben? Falls er durchdreht, wenn wir kämpfen müssen, könnte das problematisch werden. Ich kann alles hören, was sie sagen. Ups. Hat der Upsali gesagt? Upsala. Upsala, hat er gesagt. Machen Sie sich keine Gedanken, ich bin ein erfahrener Schütze. Außerdem bezahle ich eine ziemlich große Summe. Und erwarte, dass Sie mich beschützen. Sagen Sie nicht, Sie wären auf alles vorbereitet? Hören Sie gut zu. Sollte das Gual-System jemanden mit meinem Intellekt verlieren, wäre das ein großer Verlust. Nun, der hat immer noch das schwuchtelige Pink als Deckungsschild. Es ist okay, Doktor. Karin? Ich entschuldige mich für die Unhöflichkeit meines Untergebenen. Wir müssen uns sofort auf den Weg zur Relics-Stätte machen. Wie ich bereits sagte, werde ich nicht zögern, diese Mission sofort abzubrechen, wenn sie zu gefährlich werden sollte. Ich verstehe. Test wird begonnen. Und wir haben Gebiet dekontaminieren und den Doktor beschützen. Mal sehen, ob Sato noch seine Skills beherrscht hier. Wer weiß das schon? Genau, nach 4 Monaten weiß das keiner mehr. So lange haben wir das Spiel nämlich wirklich nicht mehr angerührt. Ja. Weil der Computer ja defekt war und wir dachten auch, der Spielstand wäre weg. Aber wir hatten Glück, der Spielstand war noch da. Das heißt, wir mussten nicht nochmal neu spielen. Die 4 Stunden haben wir nämlich schon. 4 Stunden Let's Play haben wir schon von PSU. Mussten wir zum Glück nicht nochmal neu aufnehmen. Und deswegen geht es jetzt hier weiter. Da hinten ist der Chip zum Entriegeln der Tür, da hinten links. Und da kommen wieder die Sarah Level 10. Und ich muss euch sagen, ich muss euch wirklich sagen, wisst ihr, wo ich PSU letztens gesehen habe? Im Teddy für 2 Euro. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich so, was? PSU? Das ist aber jetzt wirklich nur eine Woche her oder so. Also vielleicht habt ihr noch Glück bei eurem Teddy und könnt PSU für 2 Euro im Teddy erwerben. Da, 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 da. Kriege ich jetzt Geld dafür? Nein, aber ich hoffe, dass ihr Spaß mit dem Spiel habt. Ja, Schleichwerbung hier.
Ja, ja. Und wenn du so leise redest, dann hört man dich nicht. Wahrscheinlich wieder, weil wir die Hintergrundmusik wieder zu laut stellen. Hoffe ich ja mal nicht. Ich denke mal, es waren auch so Fehler. Das wisst ihr ja noch so. Das hatte so, ach komm, rendern wir das mal durch. Aber die Motoko bestimmt schon fertig eingestellt. Weiß ich noch, beim Papa, ich glaube 17 und 16 und sowas war das. Und dann, ja, nee, von wegen, das hatte ich nämlich noch nicht eingestellt. Nur so, um die Qualität zu entschuldigen, dass euch die Ohren fliegen, wenn ihr uns noch verstehen wolltet. War dann eher ein Walkthrough. Ja, ja. Kommt aber vor, was soll's. Gibt Schlimmeres. Genau. Versuchen wir in Zukunft nicht mehr zu machen. Aber darunter leidet ja eigentlich der Spielspaß nicht bei diesem Spiel. Und ich denke mal, die Storyline hier durchzuspielen ist sehr interessant. Ich habe nämlich auch Let's Plays hiervon gesehen, von PSU angefangen, wohlgemerkt. Ich habe noch kein einziges gefunden, was komplett durchgespielt ist, wo die Leute den freien Modus spielen. Da dachte ich nur so, ja, ich weiß ja schon bei meinem normalen Let's Play nicht, was ich alles erzählen soll während des Spiels, außer wir versuchen gerade die Stowarm den Arsch auf Level 10. Und ja, ich weiß nicht, was sie da gesagt haben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir ihr Let's Play abgebrochen haben. Wir haben unseres ja nur pausiert und es ist ja jetzt wieder voll da. Ich denke mal, Sonntag wird der PSU-Tag sein. Mal schauen, ob es vielleicht noch irgendein Tag wird, vielleicht Mittwoch oder so. Müssen wir mal schauen, wie viel wir schaffen zu produzieren. Und ja, dann sehen wir, dass wir im PSU auch mal weiterkommen. Ich habe gelesen, dass es auch 100 Spielstunden haben soll, wie Mind Magic 6. Und da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das stimmt oder ob das der Wiederspielwert oder so ist. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so wieder spiele, da kribbelt es mir wieder in den Fingern, dass ich auch mal wieder spiele. Ich habe aber letztes Mal gespielt mit meiner Magierin. Die wollte ich eigentlich auch mal bei einem Abonnenten-Special zeigen, aber ist ja alles anders gekommen, als man gedacht hat. Ne? Wir haben ja innerhalb von 2 Wochen mal 100 Abonnenten plus bekommen und dann innerhalb von einem Monat nochmal 150 oder so. Das war ja der Wahnsinn. Deswegen sind wir ja jetzt schon bald die 700er-Kanal. Da haben wir schon bald 700 Abonnenten. Stehen wir irgendwie so, weiß ich nicht, 17 vor den 700 gerade. Und ja, dadurch unser 500-600er Abonnenten-Special war einfach unser Minecraft-Server, den wir jetzt haben. Und mal schauen, was wir dann noch für so ein Special machen. Der Lightkisser, den ich über die Elohe kennengelernt habe, so, der hat jetzt so 777 Abonnenten-Special gemacht. Ich finde die Zahl ist auch sehr interessant. Oder 750, vielleicht sollten wir da nochmal ein Special machen, oder? Ja, hört sich doch ganz gut an. Ja, genau. Bis dahin fällt uns bestimmt auch was ein. Vielleicht zeige ich euch echt mal meine PSU-Charaktere. Das würde ich echt gerne mal machen. Mal schauen, wie die neuen Folgen bei euch jetzt so ankommen. Und jetzt habe ich schon wieder so ganz viel gequasselt. Und was ist das da für ein Ding eigentlich nochmal? Ein Aufladungsding, oder? Was hat das denn mit Geräusch gemacht? Das war ein Teleporter. Und die kleinen Dinger. Die kennen wir ja auch noch von ganz am Anfang. Und, ist euch aufgefallen, er ist der Schütze, aber ich glaube, er ist noch eine Nummer schlechter als unsere ganz normalen Mitstreiter. Außerdem ist er Level 6. Und wir hatten gerade einen Lag. Das ist nicht so fein. Wir müssen die Grafik doch noch ein bisschen runterstellen. Müssen wir mal schauen. Weil, wie gesagt, ihr wisst ja, der Computer ist immer noch kaputt. Und wir hatten noch kein Geld für 9. Deswegen müssen wir mit dem kaputten Computer jetzt klarkommen. Boah, das war ein Leck. Okay. Möchtest du gleich das runterstellen, oder? Erstmal versuchen. Okay, wir versuchen es einfach so. Das hatten wir euch ja auch angekündigt, weil das Let's Play hat ja nicht umsonst pausiert. Auf meinem Windows 7 Rechner habe ich einfach das Spiel hier anlaufen gekriegt und der andere Rechner ist immer noch ein bisschen mal Matsche. Und naja. Versuchen wir es jetzt erstmal so und ansonsten, wir sind ja noch auf mittlerer Grafik, also es geht noch abwärts, um den Spielfluss zu wahren. Ja, aber bisher war es ja erst zweimal, dass es ein wenig geleckt hat, oder? Gerade schon wieder. Das hat dieses Spiel übrigens aber auch an sich. Das habe ich bei meinem Computer auch. Das leckt sogar auf der niedrigsten Stufe permanent. Und naja, wie gesagt, der PC ist es schuld, das Motherboard kommt nicht klar mit den Komponenten und es ist schon uraltes Motherboard, deswegen. Ich muss dringend mal ein neuer PC hier, aber ich glaube, das wird erst nächsten Sommer soweit sein oder noch später. Bis wir dann das Geld über haben dafür.
Ja, Leute, das ist so, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, dann muss man immer gucken, wo das Geld bleibt, ne? An alle, die jetzt noch zu Hause wohnen. Egal in welchem Alter. Ja, wir hauen uns da jetzt gerade so durch. Was schön, diese Schmetterlinge, so ganz idyllisch, die um die Monster rumfliegen, also im Hintergrund. Gerade sieht man ihn nicht mehr. Wir zerstückeln diese Monster, die verschwinden auch noch so fein. Das hier ist ein Schmetterling. Ist das nicht so schön idyllisch mit diesen Grasbüscheln? Richtig, richtig romantisch hier. Genau, romantisch. Ich muss sagen, es leckt aber etwas häufig. Möchtest du nicht doch die Grafik runterstellen? Können wir gleich machen. Okay, also werden wir gleich die Grafik runterstellen. Das hatten wir am Anfang auch schon mal. Ich glaube, wir haben ganz am Anfang auf High gespielt. Das ging gar nicht. Und auf Mittel ging dann. Aber dadurch, dass der Computer ja so kaputt gegangen ist, geht jetzt leider noch nicht mal Mittel mehr. Ach ja. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber leider muss man ja auch mit dem leben, was man hat. Und das haben wir nun mal hier. Aber ich meine, bei dem Spiel macht, glaube ich, das Grafiklevel auch nicht so viel aus. Ich glaube, die Leuchtschwerter leuchten ein bisschen weniger. Ich glaube, da kann man auch noch was dran umstellen. Aber es ist echt faszinierend, wie es dann leckt. Also, er leckt dann in der Bewegung. Das ist richtig cool. Das ist so hart. Ein richtiges Bullet-Time. Genau, das hat sowas von Matrix-Charakter. Ich mag kein Matrix, Entschuldigung, aber. Und da stehen hier dann auch so noch so. Also, der macht da keine chinesischen Geräusche zu, aber das macht er da auch. Und das mutet dem schon an, teilweise. Was stand da zum Zielgebiet? Ne, zum nächsten Gebiet. Ich dachte schon. Leider können wir auch momentan nicht speichern, ne? Ja. Genau, wir können momentan nicht speichern. Das heißt, wir müssen uns da jetzt durchlängen. Test erfolgreich beendet. Na, das klingt doch schon ganz gut. Hoffentlich erwartet uns ein Speich. Seeufer dekontaminiert. Not bad at all. Show real promise. Rang A. Es wäre besser gewesen. Ach stimmt, Rang A ist der Beste. Stimmt, das ist nur Rang A. Na, ich dachte, das wäre der Beste. Nee, Rang S ist der Beste. Stimmt, bei Rang S kriegt man dann auch eine Trophäe. Raven Meadow AMF Feldbasis. Und es geht weiter. Und wir hatten noch keinen Speicherpunkt. Ich glaube, du musst zu dem links hoch, da wo es leckt. Hier war das Militär der Allianz stationiert. Sieht aus, als wäre hier keiner mehr. Wir nehmen einen anderen Weg als letztes Mal. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wo lang wir müssen. Wir spazieren einfach mal so durch die Militärbasis. Genau. Tut uns echt leid für die Lecks. Ich kann nicht sagen. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Ist das nicht fein? Ist das nicht super fein? Aber ich glaube, wir müssen aus dem ganzen Spiel raus, um die Grafikeinstellungen zu. So, das heißt, hier wird jetzt ein kurzer Aufnahmeschnitt sein und dann geht es später weiter. Bis gleich.